Und damit herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt abgehackt klingt. Jedenfalls war das so geplant, dass ich das jetzt erst sage. Gut. So. Wir sind mal wieder im Multiplayer mit unserem LKW. Aber na nü. Wie kommt das denn, dass die Grafik auf einmal so viel besser ist? Hat mit was Schönem zu tun. Und zwar dem hier. Ich habe das Skandinavien-Addon installiert. Und da dachte ich mir, haust du doch glatt mal eine Folge raus. Wie man sieht, ab Kiel, Rostock da, das ist alles neu. Und wir versuchen uns jetzt mal da hochzuarbeiten. Wir stehen momentan in Frankfurt. Ich habe eben schon mal einen Auftrag angenommen nach Hamburg. Das geht schon in die Richtung. Ja. Frederikshafen, hier ist Dänemark, was haben wir noch? Schweden. Ja, schöne breite Auswahl. Und hier oben muss ich sagen, ich bin ja in einem anderen Profil eben mal schnell nach Dingens Helsingborg gecruised. Das sieht richtig schön aus. Vor allem hier diese neuen Autobahnen und so. Das ist richtig schön gemacht. Und am architektonisch geilsten fand ich dieses Autobahnkreuz hier. Weil hier fährst du wirklich über die anderen Spuren drüber. Also es ist deutlich realistischer geworden, das Spiel. Wie sieht es um LKW aus? 1% Schaden, das geht ja auch. Wie sieht es um Kontostand aus? 5000 geht auch noch. Dann würde ich sagen, ohne viel zu labern, geht's los. Ich wusste genau, dass das jetzt kommt. Prompt nimmst du auf, baust du wieder Unfälle. Aber es ist wirklich so, offline baue ich weniger Unfälle. Zählt das hier schon als rote Ampel überfahren? Ich weiß nicht, von denen diese Soundgeräusche da gerade kommen. Von mir sind so nett. Wir fahren mal weiter durch den Multiplayer. Ich habe das jetzt einfach mal Hals über Kopf gerade gestartet. Jetzt ist aber gerade ein Riesenleck. Das liegt aber im Multiplayer. So, wirklich ein Mega-Leck. Ah, da geht's wieder. Ich bin von meinem alten Profil gewöhnt, den Blinker umgestellt zu haben, weil das Pad damals hier ein bisschen ein paar Fehlfunktionen hatte. Das heißt, der hat nicht immer genau die Richtung angenommen, sondern den anderen leicht mitgedrückt. Eingabe. Was ist noch dabei? Es gibt jetzt auch Doppeltrailer. Ich habe die jetzt hier im Profil mal auch aktiviert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das auch so angenommen wurde. Und wir fahren 15 Tonnen Apple. Da steht er auch schon. Und da wir hier in einer No Collision Zone sind, können wir mal ruhig. Ist gut. So, können wir mal ruhig ein Stück zurückstauen. Oh, piep, 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 piep. Angedockt. Der kennt wohl den Gruß noch nicht. Ist wohl neu. Habe ich gerade aber auch nur gehört. Ja, der hat noch zurückgehupt. Ampelzeiten, schönste Zeiten. Boah, wenn ich genug Geld habe, muss ich die Kiste unbedingt aufrüsten. Nee. Jetzt kannst du ja auch mittlerweile seit dem Update, also DLC eher gesagt, die Dingens, Reifen und Felgen separat tunen.
Vorher war das ja ein Rad sozusagen, das du ändern konntest. Jetzt kannst du Reifen und Felgen oder manuell halt und Dingensinst ja halt separat voneinander hochwertigeren Tunen. Wort war das heute auch eine Pracht. Hilfe, nicht kippen. Der kriegt nur ein normales Gehupe, weil ich hier. Ich weiß nicht, wie lange ich schon die Fanfare und die Hupe tauschen wollte. Ich hab's immer noch nicht gemacht. Erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist das erste Mal, dass ich Multiplayer fahre hier mit. Getestet habe ich das nämlich im Singleplayer, weil ich den Multiplayer erst nur updaten musste. Bin lange nicht mehr gefahren. Ich dachte mir hier, das Update, da kannst du dir es nicht nehmen lassen, mal eine Folge zu machen. Oder mehrere. Hier in Deutschland an sich hat sich nicht so viel getan. Die Grafik ist halt ein bisschen schöner geworden, vor allem vom Himmel. Wenn die Sonne auf und unter geht, dann sieht man es richtig. Na, da werden wir hier, glaube ich, gerade nicht die Ehre haben. Denn hier ist die. Ich weiß nicht, ob wir in der ersten Folge die Ehre noch haben, Sonnenauf- oder Untergang zu sehen. Dreht gerade so leise, ich mache mir gerade Sorgen, der Motor wäre aus. Und komischerweise hat er den Tempomat nicht reingemacht. Ich hatte die Tastenkombi vergessen. Ach, ich kann ja nicht in-game raus. Und man kann es ja während der Fahrt im Singleplayer auch Escape drücken. Siehst du auch, wenn die hupen. Wir cruisen mal die A5 hoch und ich fahre momentan wieder wie ein Besoffener. Ich hatte eigentlich mal gedacht, mich mal so ein bisschen an die Trucker-Regeln zu halten. LKW-Spur und höchstens 80. Das Letztere ist schwer, denn sonst kommst du nie an. Das werde ich, glaube ich, nicht einhalten. Ist die Wand hier irgendwie. Die war doch mal anders. Oder. Nee, glaub nicht, die haben ja in der Welt ja an sich nichts getan. Jetzt kommen wir an das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Real Life Gambacher Kreuz. Was hier ein Dreieck ist. Normalerweise geht die A45 nämlich hier noch weiter Richtung Fulda. Welche Stadt es hier natürlich auch nicht gibt. Und die A5 halt weiter hoch nach Kassel-Bad Hersfeld, die Ecke. Und die A45 in die Gegenrichtung dann natürlich hoch bis, ja, halt über Herborn, Dillenburg, Dortmund, Siegen, all die Ecke da hoch. Aachen, was liegt noch auf der Strecke? Hagen. Nee, Aachen, nicht Hagen. Aachen ist ja ganz woanders. Wo sie sich dann mit der A1 kreuzt, die dann wiederum Richtung Berlin geht. Was ich aber schade finde, ist, dass das Frankfurter Kreuz nicht umgesetzt haben. Das ist in Lillef nämlich sehr schön groß. Ab dem Gambacher Kreuz ist die A5 ja bis Frankfurt dreispurig und danach halt beim ab dem Frankfurter Kreuz etwa ein Stück davor noch vierspurig. Das ist schön, wenn da voll ist. Noch viel schlimmer ist es ja bei der A3 bei Köln, ist ja da zum Teil fünfspurig und da gibt es schon regelmäßig Stau.
arbeiten wir uns mal langsam weiter hoch. Mal sehen, ob wir auch noch dazu kommen, die Doppeltrailer zu fahren. Die habe ich nämlich noch nicht getestet im Singleplayer, aber soweit ich das verstehe, ist, dass du dir hier hinten an den normalen Trailer dranhängen kannst, irgendwie. Weil so an den LKW dran kannst du es nicht hängen, weil in dem habe ich schon so ziemlich alles freigeschaltet in den Profilen. Und ich kann da nicht dranhängen, aber ich habe mal auch nicht getestet. Der hat jedenfalls hinten so eine normale Anhängerkupplung, die da halt so auch. Ja, zum Beispiel hinten beim Traktor dranhängen kann, Test. Von der Kupplung her. Jetzt fahren wir auf die A7. Die normal ab von hinten Dingensens, wie heißt's, unten aus Richtung Österreich kommt. Hilfe, 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 au. Schön. LKW nach Kassel bringen. Ja, das ist, bin ich mit einverstanden. Der Headbanger Germany hat's auch noch gesehen. Da muss ich schon wieder lachen. Ah, mal sehen, ob wir die Kiste wenigstens reparieren können. So kaputt ist sie ja jetzt nicht. Kann man eigentlich. Ah, jetzt stehe ich gerade. Jetzt kann ich gerade nach den Optionen gucken. Sie haben ihr Konto überzogen. So. Kann man eigentlich den Kredit aufnehmen? Tägliche Rate 5.000. Lässt sich überlegen, dafür könnte man eine Garage. Ja, das lohnt sich auch noch nicht. Man braucht ja mindestens mal ein paar LKWs zum Fahren. Ne, vergesst's. So. Was wollte ich jetzt genau in den Optionen? Tastenbelegung A, B, da Tempomat geschwind. Tempomat, der ist gar nicht zugeordnet. Tempomat kriegt hier. Verringern ist. Nee. Verringern. Erhöhen. Nee, Geschwindigkeit. Verringern. So, jetzt aber. Scheibenwischer kann. Was hatte ich denn den? War es der? Nee, das war der. Auch nicht. Dann der. War die Rundumleuchte der und die Warnblinkanlage der. Jetzt haben wir es. Gerade kann es sein, dass er uns weitergebracht hat. Ja, haben uns das Stückchen Fahren sogar gespart. Na, dann geht's mal weiter. Und der Hänger hat noch keinen Schaden. Ich bin begeistert. Dann werde ich auch gleich den Dingens umstellen. Optionen, Tastenbelegung, Blinker. Retarder benutze ich irgendwie nie. Blinker links. Links. Rechts. So, wir wollen hoch nach Skandinavien. Da ist die Ampel. Erster Unfall. Seitdem nicht Update, ist ja immer Update. DLC. Ich sag ja, Ampelzeiten sind die schönsten Zeiten.
Ach, wildschöne Fußgänger. Waren die vorher auch da? Ich habe ja eigentlich noch nie Fußgänger gesehen. Ich glaube, die sind seit dem DLC auch da. Wie neuerdings immer werde ich auch diese Folge bei 20 Minuten halten. Hier mit der Kiste. Ich könnte auch manuell schalten, aber sagen wir mal so. Vom Anfang her ist es mit der Automatik besser, weil ich den, wenn ich bremse, gar nicht so schnell runtergeschaltet habe. Weil hier musst du ja durch jeden Gang durchschalten. In Real Life wäre es ja so, dass du dann einfach von zum Beispiel ersten in den fünften auch so schalten kannst. Kannst. Nicht, dass das gut wäre. Ich will jetzt hier nicht empfehlen, vom ersten in den fünften zu schalten. Standardmäßig. Ich meine, es geht. Aber ich glaube, die Automatik hier würde in Real Life auch das Getriebe schrotten. Ich meine, die schaltet ja immer knapp vom roten Bereich. Dann fahren wir nach Hamburg. Hamburg, meine Perle, ne? So, auch weiter hoch. 500 Meter ist der nächste Ratzplatz, genau, Rastplatz. Da steht ein KI-Mitglied. Brauche ich allerdings gerade nicht tanken. Wir haben noch die Hälfte an Tankfüllung. Und im 12. Gang fahren wir auch am spritsparendsten. Weil er einfach nicht so hoch dreht. Ich habe momentan noch keinen Plan, wie unsere Skills liegen, aber ich glaube, Fernfahrten kann nicht allzu gut sein, denn wenn das Höchste, was wir, weiteste weg, was wir kriegen, Hamburg ist. Na, wobei es geht eigentlich auch schon, wenn man bedenkt, dass vorher sowas wie Hannover das Höchste war. Ist das schon mal das Doppelte. Es gibt jetzt ja auch neue Ladungen sozusagen, es gibt leere Paletten, es gibt Viehtransporte, die sind, ist sogar ein komplett neuer Trailer-Typ, es gibt Holzbalken. Oh. Es gibt neue Firmen da oben. Zum Beispiel irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer heißt, jedenfalls so ein Supermarkt, sage ich es jetzt mal, oder so ein Großhandel für Lebensmittel. Und vor allem sehen da oben die Straßen noch ganz anders aus. Weswegen ich auch schnellstmöglich nach Skandinavien will, um es einfach mal zu zeigen. Vielleicht schaffen wir es ja in der zweiten Folge, denn die erste ist jetzt gut zu Ende. Ich versuche. Ich fahre jetzt noch bis zur nächsten Ausfahrt. Bis zum nächsten Dingensens hier vorne hin. 10 Sekunden haben wir hier noch. Weiter die A7 hoch nach Hannover wollen wir nicht. Ach, hier ist der Verkehr mal so schön leer. Seitdem die LC sind ja ganz, ist ja der Verkehr viel dichter geworden. Oh,
Und pünktlich zum dichter werdenden Verkehr ist die Folge fertig. Damit verabschiede ich mich für die erste Folge mit dem neuen DLC. Tschüss!